Moin moin, hier sind der Matze und der Rufus und wir sind live in der Hölle. Ach nee, das letzte Mal haben wir ja festgestellt, dass das gar keine Hölle ist, sondern eine ganz normale Fabrik und dass der Rufus auch gar nicht tot ist. Und deswegen können wir heute doch ein bisschen weiterspielen bei Goodbye Deponia. So, und was sehen wir denn jetzt hier alles? Wir haben ja das letzte Mal diesen Raum gar nicht erkundet. Hier unten, das ist diese Maschine, die uns, ja, eingefroren, aufgetaut, verbrannt, zerhackt, zerstückt, gelötet, verprügelt hat. Alles auf einmal. Und doch stehen wir hier und leben, ne? Was haben wir denn? Hier war irgendwas angezeigt. Ein Trichter war hier angezeigt. Und wir suchen jetzt einfach mal ein bisschen mit dem Cursor durch den Raum, weil das haben wir das letzte Mal noch nicht gemacht. So, und da, wo der Rufus steht, wurde schon gerade was angezeigt. Was haben wir denn hier? Fett, Kohlenhydrate, Wasser, Mineralstoffe, Eiweiß. Klingt, als wäre das irgendwie eine Lebensmittelproduktion oder so. Mysteriöse sechste Anzeige. Ah, er ist ja immer noch sehr wortkarg, ne? Ja. Er ist mir keine große Hilfe. Was ich auf jeden Fall mitbekommen habe, ist, dass das Ganze noch sehr viel skurriler, ominöser und noch eigenartiger wird. Ich aber wahrscheinlich dadurch viel mehr Spaß noch haben werde als bisher. Ich bin gespannt, ob das stimmt. Ich habe einen Baseballschläger und sonst nichts, ne? Kann ich mit dem hier einfach mal die Anzeige schrotten? Ja. Nimm das! Das nimm das kann er aber sagen. Nimm das! Er macht es. Er macht es, also bringt das doch bestimmt irgendwas. Und wenn es eine Errungenschaft ist. Nimm das! Nimm's doch auch. Na gut. Drauf klicken kann ich nicht. Ich kann also nur drauf einschlagen. Machen wir nochmal. Nimm das! Also wie er sich anstrengen muss, dieses Nimm das zu sagen, wenn er insgesamt so wortkack ist. Also, wir haben nichts weiter bis auf die sechs Anzeigen und den Trichter. Wir gucken erstmal in den Nebenraum. Ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen Angst, dass ich jetzt wieder total verkacke hier bei diesen Ankündigungen. Du! Halt doch mal stehen! Ich verlange Antworten! Von dem wirst du nicht viele kriegen, glaube ich. So ein Mist! Ja. Ich habe hier so ein bisschen... dachte gerade Schnabeltier-Alarm. Ja. Enge Bauchschnabeltier. Ich hab's doch geahnt. Pleurofitz. Okay. Pommesbeutel. Frittenfett. Jodsalz. Imbisswagentür. Noch irgendwas anderes? Nee, ne? Komme ich da vorne hin? Zum Imbisswagen. Ein Hindernis nach dem anderen. Ah, reden geht wieder. Ein Hindernis nach dem anderen. Reden geht wieder, okay. Was kommt denn hier noch? Eine Stechuhr. Ist bald mal Feierabend? Ich kann nur angucken. Ich kann nichts mitmachen. Kann ich die runterkloppen? Nimm das! Auch nicht kaputt, oder? Nimm das! Nicht wirklich. Wie oft muss ich das machen? Nimm das! Okay. Also gehen wir hier weiter. So, ist schon wieder Eieralarm, würde ich sagen, irgendwo bestimmt. Da oben. Erdschnabeltier, haben wir das doch auch. Eine Tür. Auch das gibt's doch nicht. Dieses Mistviech hat die Tür von außen verriegelt. Ach, das wird ihm letztlich auch nichts nützen. Ach, mittlerweile kann der Herr wieder reden. Okay. Ja. Keine Diabolisch. Tür dieser Welt vermag es, einen Rufus auf Dauer aufzuhalten. Würde ich schon sagen. Oliven. Hier wird doch jetzt mal was eingesackt, oder? Bohnen. Gleich einen ganzen Sack, okay. Öl.
Also ich muss doch irgendwas kochen, oder? Hier geht's doch nur um Lebensmittel. Runter, Wasser, okay. Was soll ich damit? Reines Leergut. Ja, mitnehmen. Eine Ölmühle. Das ist ziemlich witzlos, wenn sie leer ist. Ja, dann kommen doch die Oliven rein. Aha. Jetzt haben wir Olivenöl und eine Ölflasche. Wenn das hier die Küche ist, bin ich wohl doch in der Hölle gelandet. Okay. Es gibt keine weiteren Oliven, also war das schon alles, was ich damit machen muss? Schauen wir weiter. Ah. Hier sind wir, okay. Bin gespannt, wie ich da unten zu diesem Imbiss komme. Hey, hallo! Was soll das Versteckspiel? Oh, ich habe Besuch. Wie schön. Nichts ist hier schön. Na doch, du lebst wieder. Wieder? Ist doch fantastisch. Ach, das schon gar nicht. Ich sollte eigentlich tot sein. Jetzt beruhige dich doch erstmal. Möchtest du vielleicht einen Pfefferminztee? Der entspannt und macht einen frischen Atem. Es gibt nichts Besseres, wenn man gerade erst wieder auferstanden ist. Ich habe keinen Bock auf Pfefferminze. Ich will antworten. Ja. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Wo bin ich hier? Willkommen in meinem bescheidenen Zuhause. Du wohnst hier? Hübsch, nicht wahr? Früher einmal war das hier die Anlage, in der der Organon erschaffen wurde. Es handelt sich um eine Klonfabrik. Sieht aber eher wie eine Müllverwertungsanlage aus. Ist es auch. Man benötigt viel organisches Material, um Menschen zu klonen. Willst du damit sagen, dass der finstere Fiskus eigentlich Biomüll ist? An deiner Stelle wäre ich nicht so überheblich, Prototyp R. Was für ein Typ? Ja, gute Frage. Selber Prototyp. Ich wollte dich nicht beleidigen, Rufus. Du kennst meinen Namen? Es wird unheimlich. Natürlich kenne ich den. Ich habe ihn dir ja selbst gegeben. Was soll das denn jetzt? Zugegeben, nicht mein kreativster Name. Du stammst aus einer Reihe von Prototypen, die der Massenproduktion des Organon vorangingen. Nur drei überlebten. Prototyp A, Prototyp C und du. Prototyp R. A und C? Argus und Kletis. Und R wie Rufus. Oh nein. Genau. Rufus steht für rothaarig. Ich dachte, ich könnte euch anhand der Haarfarbe unterscheiden. Aber ich habe es nie hinbekommen, dass die Haarfarbe die Pubertät überdauert. Leider war das nicht die einzige Macke. Alle Prototypen hatten Probleme, bevor ich die richtige Mischung fand. Die Klone waren als entbehrliche Arbeitskräfte konzipiert. Ich nahm euch den Respekt vor dem Leben. Leider führte es dazu, dass viele von euch auch keine Angst vor dem Tod hatten. Es gab diverse Unfälle. Ach Quatsch, nee, glaube ich nicht. Wer bist du? Mein Name ist Hermes. Ich habe früher diese Klonanlage geleitet. Da musst du ja uralt sein. Technisch gesehen bin ich erst seit 2 Tagen am Leben. Ich klone mich regelmäßig neu. Das hält jung. Aber meine Gene sind alt. Die Abstände werden immer kürzer. Tja. Ja, dann geh sterben, genau. Warum stirbst du nicht einfach? Warum sollte ich? Mir geht es super. So siehst du gar nicht aus. Mein Gott, akzeptier's doch. Deine Zeit ist abgelaufen. Im Gegenteil, ich bin topfit. Glaube ich nicht. Oh. Oh. Könntest du kurz, ich mach das doch nicht wirklich, oder? Na gut. Danke. Wo war ich noch stehen geblieben? Du bist topfit. Ach ja, genau. Wie ein Turnschuh. Warum die Frage interessiert sterben? Mich. Genau genommen warst du tot. Ich habe deine Überreste geklont. Ja, aber warum? Ich hätte es verdient, tot zu sein. Sei nicht so hart zu dir. An so einem schönen Tag sollte niemand tot sein. Das ist kein schöner Tag. Ich habe alles vermasselt. Oh, kann es sein, dass da jemand einen kleinen Schuldkomplex hat? Egal, was du getan hast. Komm darüber hinweg. Das Leben geht weiter. Ja, perfekt. Mach ich doch. Das nennst du Leben? Das ist kein Leben. Das ist maximal ein billiger Abklatsch vom Leben. Ein Plagiat.
Eine künstlich erzeugte, schlechte Imitation. Oh, hier ist nichts künstlich. All meine Klone sind aus komplett biologischem Anbau. Sagtest du nicht, dass du die Zutaten im Müll gefunden hast? Biomüll. Alles ganz natürlich. Oh, bis auf die Nukleinsäure. Die wird aus radioaktivem Schlamm synthetisiert. Na toll, das läuft ja. So. Das ist nicht wahr. Doch, das ist es. Aber es kann nicht sein. Tja, was nehmen wir denn da jetzt? Hier, das da. Ich bin nicht wie Cletus oder Argus. Natürlich nicht. Cletus hatte eigentlich mal grüne Haare und Argus blaue. Ja, ich hatte jetzt nicht an die Äußerlichkeiten gedacht. Die beiden sind hinterhältig und falsch. Das bin ich nur, wenn niemand zuguckt. Die beiden sind arrogant und selbstgefällig. Ich hingegen bin super. Die beiden sind gemeine Arschlöcher und ich bin ein... Wow, komm mal runter, Alter. Ihr seid nicht identisch. Weil du viel mehr bist als nur die Summe deiner Gene. Hm? Jede Erfahrung, jede Erinnerung addiert sich zu der Persönlichkeit, die du heute bist. Du meinst, wir waren mal komplett gleich? Aber ich hab dazugelernt? So weit will ich nicht gehen. Sadukowski, naja... Zumindest so ähnlich. Das Gen zum Dazulernen wurde bei dir falsch exprimiert, aber der Rest stimmt. Musste ja einen Haken haben, ne? Ich bin nicht wie die Organons. Das habe ich auch nicht behauptet. Es stimmt zwar, dass ihr fast identische Gene habt, dieselbe Respektlosigkeit vor dem Leben, aber eine Sache ist dir zu eigen, die ihnen fehlt. Sex-Appeal. Hoffnung. Ja, und Sex-Appeal, nicht wahr? Genau, der Dialog, der bringt uns richtig weiter. Wenn ich ein Klon wäre, müsste ich dann nicht wieder ganz jung sein? Eine gute Frage. Siehst du diese Behälter da drüben? In diesen Reifungskammern kann ich den natürlichen Alterungsprozess simulieren. Du kannst deine Klone also bis zu einem beliebigen Alter reifen lassen. Genau. Warum hast du dich dann so alt gemacht? Sei nicht so unhöflich. Ja, okay. Wenn ich ein Klon bin, ja? Warum habe ich dann immer noch denselben Mantel an? Ernsthaft? Ach, schon wieder die Klamottenfrage. Verdammt nochmal, ich erschaffe Leben. Man sollte denken, dass das im Zentrum der Verwunderlichkeiten steht. Aber nein, immer fragen alle nach den Klamotten. Entschuldigung. Okay. Ja, aber die Frage ist doch berechtigt, oder? Also das muss man jetzt schon mal sagen. Wenn ich ein Klon bin... Warum kann ich mich dann an alles erinnern? Ah, du passt ja auf. Na, natürlich passe ich auf. Das war in deinem Design eigentlich nicht vorgesehen. Aber na gut, die Technik dahinter ist eigentlich ganz einfach. Design. Mit einem Ganzkörperscanner wie diesem hier kann ich ein komplettes Speicherabbild deines neuronalen Netzes anfertigen. Beim Reifungsprozess werden in diesen Klonkammern dort mit Hilfe von winzig kleinen Messern die sich neu bildenden Nervenbahnen in die richtige Position getrimmt. Man kann sich das so ähnlich vorstellen wie beim Beschneiden eines Bonsai-Bäumchens. Hm? Mit dem Unterschied natürlich, dass das Gehirn viel komplexer ist und die Schnitte innerhalb von Nanosekunden... Entschuldige, was war das nach nicht vorgesehen? Nicht so wichtig. Offensichtlich, ja. Okay. Das Leben geht eben nicht weiter. Es war alles umsonst. Hippodia ist verloren. Genau wie Goal. Und es ist alles meine Schuld. Warum soll ich dieses scheiß Leben eigentlich noch weitermachen? Weil es noch Hoffnung gibt. Das Leben geht weiter. Das Leben geht weiter. Wie stellst du dir das vor? Willst du mit dem Apparillo da etwa ganz Deponia klonen? Ich zeig dir jetzt mal, was ich von diesem bescheuerten Ding halte. Nein, Rufus, tu es nicht. Na dann halt mich doch auf. Erstmal nehmen wir das Schnabeltier-Ei. Geht das so? Ja. Vampir-Schnabeltier. Na schön. Hermes. So. Stahlträger. Lass das! Es geht ja wirklich. Aua! Noch ein Stahlträger. Tu es nicht! Nochmal Hermes, weil ich Lust drauf habe. Hey! Eine Konsole. Nimm das! Die geht nicht kaputt. Nicht doch die Maschine! Na doch, Schnauze!
Das tut weh! Noch mehr Stahlträger. Sehr schön. Stopp! Nein, jetzt kriegst du noch eine drüber. Das tut weh! Das hast du schon mal gesagt. Ist mir reichlich egal. Nein! So, jetzt bist du dran. Was hast du getan? Du hast alles kaputt gemacht. Jetzt war alles umsonst. Na endlich, er hat's verstanden. Du hattest mit allem recht, außer mit einer Sache. Das alles ist meine Schuld. Ich war es, der damals geglaubt hatte, Deponia sei nicht länger bewohnbar. Und ich habe den Evakuierungsplan entworfen. Ich habe Elysium erdacht und den Organon erschaffen. Als es dann soweit war, kamen mir Zweifel. Ich blieb auf Deponia zurück, um nach einer besseren Lösung zu suchen. Ich hatte alle Zeit der Welt und habe trotzdem versagt. Meine Zeit ist abgelaufen. Ich kann nicht wieder gut machen, was ich getan habe. Ich dachte, ich hätte es verdient, mit der Schuld zu leben. Aber selbst das war noch zu optimistisch. Denn wo Leben ist, ist auch Hoffnung. Ich habe nur verdient, mit der Schuld zu sterben. Oh, das ist ja fast traurig. Heul doch! Sehr einfühlsam. Bowl? Oh nein. Ja, das. Bowl? Sie ist immer noch tot. Was hatte ich auch erwartet? Aber irgendwas hatte Hermes doch mit ihr vor. Er wollte sie doch nicht etwa. Ich sollte dringend mal mit ihm reden. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Gucken wir noch einmal die Konsole an. Ich gehe erstmal zurück. Warte! Tu's nicht! Es ist zu spät, Rufus. Du hattest recht. Es gibt keine Hoffnung mehr. Nein! Boah. So ein Scheißdreck! Was mache ich denn jetzt? Ja, jetzt haben wir ja mehrere Optionen, oder? Entweder ich kümmere mich um die Konsole hier. Wobei ich gerade nicht glaube, dass das die wichtigste Idee ist. Ich gehe mal zum Domizil und ich gucke mal, ob ich die Dinge, die ich habe, hier schon mal einfüllen kann in den Trichter. Na, ob das wirklich noch gut ist? Ah, ich wusste doch, dass mit der Plörre was nicht stimmt. Außer der Wasseranzeige ist auch die für Mineralstoffe gestiegen. Bah, wurscht. Auf diese Weise habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Oh, gut. Damit haben wir Wasser, Mineralstoffe. Ein bisschen Öl sollte ich mir aufsparen. Es ist eh nicht genug Fett, um Gol wieder zu beleben. Aber nicht, dass ihr der erzählt, dass ich das gesagt habe. Okay. Hier vielleicht ein bisschen Öl? Ich weiß ja nicht recht. Ha, Schwamm drüber. Puh. Das Öl scheint noch als Fett durchzugehen. Glück gehabt. Bohnen sind bestimmt Kohlenhydrate oder Eiweiß. Wie heißt es doch so schön? In der Not frisst der Teufel Kakerlakeneier. Na, was habe ich gesagt? Die Eiweißanzeige ist gestiegen. Und die für Kohlenhydrate gleich mit? Am Ende waren das tatsächlich Kakerlakeneier. Sehr schön. Was ist jetzt mit dieser Anzeige hier? Im Prinzip haben wir ja eigentlich fast alles, ne? Diese Anzeige ist anders. Was die wohl zu bedeuten hat. Aber solange sie grün leuchtet, wird schon alles in Ordnung sein. Also, mir fehlt noch eine Zutat. Ich weiß zwar nicht, wofür sie mir fehlt. Aber das ist doch das gleiche Symbol wie oben auf der Konsole. Jetzt gucken wir uns nochmal alles in Ruhe an. Die Stechuhr und die... eine Stechkarte ist auch da. Na dann. Was denn? Immer noch kein Feierabend? Das muss wohl daran liegen, dass die Löcher vom Arbeitsantritt schon wieder zugewachsen sind. Also, du willst nicht stechen, okay? Dann müssen wir uns irgendwie anders helfen.
Also Gold kann ich nicht nehmen. Hier geht's in ein Rohr. Auch okay. Ach, gucke. Oh oh. Jetzt sind sie immer noch da, okay. Was will ich mit Olivenöl? Da kann ich eigentlich nichts machen hier. Na, mein Kleines, hast du Hunger? Was? Ein Vampirschnabeltier. Die Sorte kenne ich ja noch gar nicht. Tja. Aber das wird jetzt auch nicht klappen, ne? Ist ja schon gut. Jetzt geht das schon wieder los. Gut, was kann ich mit diesem Tier veranstalten? Es gibt nur das Tier und die Eier und ich habe nichts außer eine Stechkarte und Olivenöl. Eine Stechkarte wird sich das Vampirschnabeltier nicht für interessieren. Einmal entwerten, bitte. Doch. Danke. Feierabend. Okay, dann kommen wir zur Stechuhr. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber gut. Dann dürfte doch jetzt diese Tür aufgehen, oder? Herzlichen Glückwunsch! Sie haben einen neuen Überstundenrekord aufgestellt! Damit Sie sich immer an diesen schönen Augenblick erinnern können, erhalten Sie eine tolle Gratifikation. Knoblauch! Denn gerade im Alter ist Knoblauch gut fürs Gedächtnis. Und Ihren Überstunden nach zu urteilen, sind Sie jetzt sehr alt. Viel Spaß bei Ihrem verdienten Feierabend. Ach schön, die Schranke ist offen und ich kriege Knoblauch. Mit dem weiß ich auch schon, was ich gleich anstelle. Das ist jetzt sehr einfach. Gehen wir nur noch diesen Wagen ausräumen. Keine Chance. Sie ist total zugerostet. Ein Hindernis nach dem anderen. Wir waren so nah dran. Wo ist mein Basie? Mein Basie ist weg. Dann komme ich hier an nichts dran gerade. Ist die Frage, muss ich das? Kann ich mit dem Öl ein bisschen schmieren? Ja, kann ich. Wer sagt's denn? Es hat tatsächlich funktioniert. Unfassbar. Kann es sein, dass ich gerade tatsächlich einen Verwendungszweck für Oliven entdeckt habe? Ja, kann sein. Ich hätte dir aber auch ein paar andere nennen können, mein Lieber. Alles mal klauen, was nicht niet- und nagelfest ist? Haben wir denn eigentlich noch weitere Eier irgendwo? Nee, ne? So, das haben wir alles. So, du magst kein Knoblauch und ich will deine Eier, ne? Na, mein Kleines, hast du Hunger? Wobei, ach egal, friss! Und tschüss. Goldig. Jetzt aber. Haben wir das auch geklärt? Ich glaube, die Konsole hier brauche ich noch nicht. Ich habe das Gefühl, dass wir diese Eier brauchen. Machen wir mal. Schauen, was passiert. Und da hätten wir Eiweiß. Zum Glück gibt's keine Anzeige für den Cholesterinspiegel. Eier sind drin. Komm, hopp, noch ein bisschen mehr Fett. Das wird lecker. Fett ist auf ganz grün. Mineralien jetzt. Sagt man doch so schön, auch. Was du frisst, das bist. Perfekt, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Wasser. Und ein paar Kohlenhydrate. Pommesbeutel.
Da ist jetzt erstmal kein Wasser Endlich drin. Endlich kommen wir zu den Grundbausteinen des Lebens. Na gut, doch. Da war nämlich auch Pommes drin. Perfekt. Aber das ist jetzt nur Salz, oder? Blöre-O-Fritzen, das könnte auch eine Flüssigkeit sein. Blöre-O-Fritz ist eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel. Es gab Monate, da habe ich mich von nichts anderem ernährt. Yes. Okay, und jetzt? Haben wir alle Anzeigen auf Max? Na gut, dann gehen wir jetzt einmal hoch und gucken mal, ob wir irgendwie die Gold klonen können. Das wäre doch was. Wasser. Wenn ich diese Anzeigen hier richtig deute, geben sie Auskunft über den Füllstand der Maschine. Ja. Okay, Knopf. Rufus, das bin ich. Was können wir denn umschalten? Also, ich habe 3 Modi. Ich habe einen Knopf und ich habe sonst einen das Hebel kommt noch. Nicht in die Tüte. Ich bin einmalig. Du, mehr oder weniger. Aha. Das kommt nicht in die Tüte. Okay. Ich bin einmalig. Du, mehr oder weniger. Ja, Gott sei Dank bist du einmalig. Ein zweites Mal hält dich auch keiner mehr aus. Also, probieren wir es einfach mal. Organon. Hermes. Und der Rufus. Ich will, ehrlich gesagt, den Hermes nochmal, oder? Ach Quatsch, hier einmal klicken. Organon, ach Mensch. Hermes. Gib ihm. So ein Mist. Hä? Jetzt ist alles leer. Dieses Symbol steht wohl für Kohlenhydrate. Das heißt also, es sind genug Kohlenhydrate für einen Klon im Tank. Na gut, dann machen wir bitte aber nochmal... nicht mich. Die hier. Oh nein, besten Dank. Von diesen Typen gibt es wirklich schon mehr als genug. Okay, dann gehen wir mal gucken, lieber wo die anderen hingelaufen sind. Oh, Mensch! Mist. Ah, sie werden recycelt, okay. Was ist denn das jetzt für ein Rätsel? Organon? Oh nein, besten Dank. Von diesen Typen gibt es wirklich schon mehr als genug. Also Organon macht er nicht, halten wir das mal fest. Hermes? Hatten wir gerade? Passiert wieder das Gleiche, oder? Ich kann aber auch nichts unternehmen in dem Moment. So ein Mist! Halt! Oh Mensch! Eigenartig. So, was passiert jetzt, wenn ich den Schalter... der jetzt hier auf Hermes steht... Das ist Rufus und das ist die Organon-Stellung. Jetzt mache ich das Bild auf Organon und den Schalter auf Hermes und ziehe jetzt mal den Hebel, ohne dass ich diesen Knopf hier drücke.
Diese Anzeige ist anders. Was die wohl zu bedeuten hat. Aber solange sie grün leuchtet, wird schon alles in Ordnung sein. Wissen wir nicht. Oh nein, besten Dank. Von diesen Typen gibt es wirklich schon mehr als genug. Okay. Dann machen wir Hermes hin und probieren es jetzt. Jetzt ist die Frage, was zählt, ne? Ob es nur das Bild ist? Jetzt kommt einer von denen. Warte! Nicht! Das ist doch zum Mäusemelken! Okay. So. Das heißt, es wird das hergestellt. Ah, ich verstehe. Das ist die Anzahl derer, die hergestellt wird. Und das ist das Bild, was hergestellt wird. Das heißt, wenn ich jetzt hier diese Schalterstellung mache, dürfte dreimal Hermes kommen. Probieren wir es aus. Zacka, verstanden. Okay. Und jetzt? So ein Mist! Was passiert jetzt? Bleibt einer übrig? Weil die Maschine hier kaputt ist, die rechte? Stopp! Jo, da haben wir es. Hey, was soll das? Wartet auf mich! Ach, verdammt! Da haben wir es. Hermes der Dritte. Super. Warum lässt du mich nicht einfach gehen? Tja, jetzt siehst du mal, wie das ist. Ja, aber was willst du denn noch? Du hast es doch selbst gesagt. Alles ist verloren. Das dachte ich auch. Aber dann habe ich Goal gefunden. Was hattest du mit ihr vor? Kann man sie noch retten? Ach, du kennst das Mädchen? Nö. Sie fiel kurz nach dir vom Himmel. Ihr Gehirn war noch nicht ganz tot. Der Rest war ziemlich hinüber. Darum habe ich einen Klon angefertigt. Er hat lange genug überlebt, um einen kompletten Scan durchzuführen. Hier, damit lässt sich deine Freundin klonen. Ach, gucke. Schmeiß her. Auch wenn ich nicht weiß, was das bringen soll. Eponia ist verloren. Lass das mal meine Sorge sein. Gut. Also, dann sind wir doch jetzt an einem schönen Punkt. Golds Scan. An einem schönen Punkt, um uns auf das morgige Video zu freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann, euer Matze.